Es blitzt und blinkt, weil Gian Giacomo Brunotto, seines Zeichens Geschäftsführer der italienischen Firma Mr. Cloner, sich scannen lässt. Seine Haare, seine Figur, seine Kleidung, alles zeichnet der Körperscanner genau auf. Anschließend werden die Daten auf einen Rechner übertragen, denn aus Signore Brunotto soll eine kleine Statue werden, ein 3D-Selfie zum Anfassen. Per 3D-Drucker wird das wahr. Überflüssiges Pulver wird abgesaugt, dann muss die Figur poliert und gründlich geputzt werden, fertig. Aber halt, erst muss die Mini-Statue noch kurz mit seinesgleichen in den Backofen. Jetzt kann Signore Brunotto sein kleines 3D-Konterfei bewundern.